Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodym zu einem neuen Part Minecraft Chimney mit dem Zwergenfürst, mit dem Weihnachtszwergi. Ja, könnt's vielleicht schon nicht denken, wo ich mich hier gerade befinde. Ja, hier mal ein bisschen weiter rausgehen, kann man es hier schon ein bisschen mehr erkennen, wenn ich hier mal ein bisschen rumschweife, wenn ich hier mal den Blick nach vorne schweifen lasse. Ja, dann sieht man schon viel besser. Ja. Mal hier aus dieser Location, die muss ich auch noch mal zeigen. Ja, ich habe sie gebaut und ja, die will ich nicht auslassen, wenn wir hier auch mal präsentieren. Wird sie gerade schon Abend, sieht das alles hier viel hübscher aus und das alles viel, ja, kann man auch romantisch sagen, ja, romanisch wohl am ehesten, ja, sozusagen. Und dann ja. Ich glaube, an dieser Kirche hier in der Kathedrale habe ich am längsten gebaut. Das ist wirklich eine Sache, da habe ich und da ich lange dran gesessen. Hier die. Und da geht's nicht raus. Vielleicht mal noch einen Knopf für jetzt bestimmte Tränke hier. Wein und Wasser vermute ich mal. Ja. Des Fachexpertenwissen sagt mir, dass das Wein und Wasser sein müssen. So. Hier haben wir auch einen Nebenraum. Sakristei, wenn man es beim Wort nennen will. Ja. Das würde ich immer zu Anfang zeigen. Hier den Küchenraum mal ausgeschmückt. Gehört natürlich auch in so eine Weihnachtslandschaft. Ja, hier Schallplatten. Die wollen wir mal spielen hier. Wo wir schon mal hier drin sind, mal Musik. Nein, abbauen würde ich es nicht. Ja, schön. Schwarzeichenholz oder was war das? Ja, ich glaube schon. Ja, da habe ich das Display ausgeschaltet. Mal kurz hier. Optionen. Benutzeroberfläche. Das bräuchten wir mal zum Bauen. So, zack. Platzieren. Ja. Passt doch. Oder das hier. Da passiert nichts. Nein. Das ist nicht so toll. Nehmen wir lieber das hier. Und dann gäbe. Achso, hier, die wollten wir reinmachen. Ich glaube, ein bisschen gruselig, aber ja. Die Orgel spielt Musik. Auch so die gelbe wollte ich reinmachen. Dann habe ich nie das. Und dann mal wieder einsortieren.
Schwarz ist ein bisschen dolle gruselig. Schwarze Krumme. Sind alle jetzt nicht sonderlich fröhlich. Warten heißt die Musik. Das heißt warten. Blöcke. Okay, das klingt auch gut. Sperling. Okay, Sperling wollen wir mal nehmen. Weit. Einkaufszentrum. Ja, haben wir uns alles mal an. Wieder Klotz hier reingesteckt. Menui, Stahl, Strand, Straat. Okay. Einkaufszentrum. So. Das Warten. Die Melodie. Alles klar. Blöcke. Es klingt noch am fröhlichsten. Ja, ein bisschen Retro-Mucke. Verschwenden wir die Zeit hier mit ein bisschen. Ja, warum nicht? Legen wir sie alle wieder zurück. Sind jetzt mehr als vorher, ich weiß, aber gut. Das passt doch. Musik, Sperling, damit kann man doch leben. Ja. Ich glaube, ja. Das ist hier ganz. Hier die Türen, die gehen von selbst auf. Man hat den Knopf drückt. Da kann man ja. Ja, bei Nacht. Sieht das wundervoll aus. Da hinein. Da kann man hier hin spazieren. Ja. Glaube ich ganz ja, maßstabsgetreu, nicht aber das originalgetreu. Die bunten Fenster da vorne, ja, hübsch. Ich finde es ganz gut gelungen. Und hier gibt es noch mehr. Hier gibt es eine Treppe nach oben, kann man auf die Türme steigen. Das ist doch das Beste. Hier gibt es noch eine Zwischenstufe. Hier, ein dunkler Raum hier. Könnt wahrscheinlich recht wenig sehen. Ja. Das ist hier über dem Kirchenraum. Wenn ich jetzt hier mich runterbauen würde, wäre ich in die Kirche drin. Ich meine, ich bin es immer noch, aber wenn ich mich da runterbauen würde, zack. Da auf der anderen Seite genauso. Und die Ringeltreppe führt nach oben. Zack, 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 zack. So, was haben wir hier noch? Ein Fenster, hier noch eine Zwischenetage. Ja, Großkathedrale. So, zack, hier mal. Da können wir hier Überblick auf das ganze Geschehen haben. Ja, vom höchsten Turm in der ganzen Stadt, in dem ganzen Dorf. Der Fabrikturm ist fast größer, aber nur fast. Das hier ist mit Abstand das größte. Und wenn man hier oben aufs Kreuz drauf steigt, dann ist man eher am höchsten drauf. Ja, da mein Haus, das ich selbst erbaut habe. Da der Tannenbaum, naja. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen verschönern. Das Krankenhaus wollen wir auch gleich noch mal reinschauen, einfach mal ein bisschen die Häuser zeigen, die es so gibt. Ja, hübsch wird es schon wieder Tag hier. So darf es sein. So, hier mal runter. Achtung, nicht fallen. Die Treppe hinunter im Turm. Zack, so. Hey, ist euch schon nicht geworden.
mir irgendwie, ja, dann wird er gleich noch schwindiger. Ja, einmal wieder hoch. Macht zwar keinen Unterschied, aber können wir mal vom anderen Turm noch gucken. Hey, wer noch keinen Drehwurm hat, der sagt Bescheid. Können wir uns noch ein paar Mal drehen. Damit euch auch schwindig wird. So, hier sieht man den hinteren Teil der Kirche. Den ganzen Hintern dran. Hintern, ja, von da aus bessere Aussicht. Na, da hopp ich mal hoch hier. Könnte man hier runterspringen, wenn sie im Kreativmodus wird uns nicht verletzen. Zack. Damit ihr mal seht, wie hoch das wirklich ist hier. Können wir mal hier. Machen wir mal hier einen auf. Ja. Machen wir mal einen Selbstmord. Ah! Macht man nicht. Macht man aber nicht vor. Böse. In Minecraft geht das. Und darf man eigentlich nicht zeigen. Das ist kein spaßiges Thema. Hier gerade bei Weihnachten. Ja. Ja, ist ja nicht so gemeint. Ein sensibles Thema. Macht man keine Witze drüber. In Minecraft springt man ganz gerne mal irgendwo runter. Ja, okay. Dass die Worte jetzt, dass ich jetzt diese Worte in den Mund genommen habe, ist jetzt vielleicht nicht ganz elegant, aber ja, gut. So, hier haben wir den Krater. Die Lava brodelt noch. Den Taubenbaum müssen wir gleich noch schmücken hier. Den Tannenbaum. Oha, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Ja. Da haben wir schon mal Gemälde. Können wir gleich mal hingehen. Boah, bei mir dreht sich gerade alles. Und das ist mir schwindig geworden. Ja. Das Hospital. OP3. Wartezimmer. OP1, OP2. Ah, der Doktor steht schon drin. Der wartet hier auf jemanden. Ja. Jetzt Wartezimmer, kommen wir so rein. Oh, ein Patient. Sehr schön. Ich hatte vor ein Creeper die Wand weggesprengt. Ah, okay. Auch schön. Können wir die Tür offen lassen? Kann man ja hier rein eintreten. Ja, hoch in den Patientenbereich. Das ist die Quarantäne. Ja, vorsichtig. Ja, hier kommt kein anderer. Ja, zum Glück sind hier gerade keine Patienten drin. Das dürfte ich hier nicht einfach in die Quarantäne rein. Hier habe ich noch den. Die Route der Bescherung. Ja, ich will jetzt hier nicht damit rumwedeln, sonst brauche ich hier noch was ab. Das ist so ein schöner Krankenhausweis. Ja, schön. Das ist eine Ansichtssache. Ja, hier. Mehrfachzimmer. Kannst du nachts schlafen. Ja. Da können mehrere Leute nebeneinander dann in ein Bett gelegt werden. Massenaufbewahrung. Hier ein bisschen das. Infektion in den Dingern und hier oben so eine kleine Raucherterrasse. Ich meine Kaffeetrinkerterrasse. Ja, kann man so einen Kaffee am Nachmittag trinken, wenn man ein bisschen müde ist vom Arztalltag oder als Patient hier mal ein bisschen rausgehen und mal ein bisschen die Sache, das Dorf angucken, hier von oben. Wenn man aus dem OP raus ist und schon wieder laufen kann. Ja. Geht heute hier ein bisschen schneller. Ich laufe hier alles ab. Damit wir hier mal alles zeigen können. Nein, nicht alles, aber zumindest mal die Dörfer, die Häuser hier zeigen kann und mal noch den Weihnachtsraum schaffe. Hier ist noch ein OP, hier kann man noch kann man operiert werden, hier Desinfektion. Dann rumgedoktert. Ja.
Doktor, Doktor, Doktor. Das sieht auch schon so aus, so wie so ein Skalpell, was in der Hand habe. Ah, reden kann ich auch heute nicht mehr. Skalpell. B1. Das sieht noch größer und noch fantastischer aus. Ist ja auch B1. Oh, Herr Doktor, wollte nicht stören, sind Sie gerade in der OP? Scheinbar nicht. Okay. Und B1 ist am besten ausgestattet. Sehr gut. Ist gut ausgeleuchtet. Sehr gut. Dann will ich den Betrieb nicht stören. In der Ambulanz. Oh, ein Bewohner. Hier kann man auf die Häuser draufklettern, weil die Weihnachtsverzierungen sind Ranken. Die sehen hier so festlich aus. Und wächst auch schön um die Häuser rum. Na dann wollen wir mal den Weihnachtsbaum schmücken. Der sieht momentan noch ziemlich trist aus. Können wir hier mal gerade schweben. Ziemlich ungestaltet sieht der aus. Zack, hier können wir mal ein bisschen was anhängen. Dem Weihnachtsbaum etwas anhängen. Das ist jetzt nicht unbedingt. Ein bisschen Eis von mir aus, ja. Ja, warum nicht? So, da frostet es von oben runter. Die mal einen Stern oben drauf setzen. Schadet bestimmt nicht. Ein Goldblock könnte man drauf setzen. Ja, Umgeberbeton. Naja, ich weiß nicht. Können wir mal gucken. Wie sieht's denn aus? So. Eine kleine gelbe Spitze hier. Da kann glatt hier noch die Spitze drauf. Setzen wir dem Ganzen die Spitze auf. Ja. Kleines Spitzchen. Stern. Versucht da mal was ansatzweise. Ja. Interessantes draus zu machen. Ja. Sieht halbwegs in Ordnung aus. Deko. Hier ein bisschen Eis. Ein paar Kugeln wollen wir noch dazwischen haben. So, hier. Christbaumkugeln. So, hier. Wundervoll. Können wir noch ein bisschen Licht dann dran machen. Ja, die Lichterkette können wir auch noch irgendwo ran. Und die bildhafte Lichterkette. Und Kranz. Auch nicht schlecht. So. Ja, da sind wir heute doch nicht so wie geplant zum Jahresvorausblick gekommen. Hab ich ja schon angekündigt, dass wir das heute machen wollten. Aber ja, dafür ist dann das Silvester-Special mal gedacht. Wird nicht so viel gelabert. Halt mal ein bisschen gemacht einfach. So ein Pfeil sieht doch auch hübsch aus. Nicht. Hier rote Teile, ich brauche hier mal einen roten. Wird ja schon wieder Abend. Ich will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Na gut, dann gelb. Noch was Rotes zum dazwischen spannen. Da gab es mal rote Dinger. Rotes Lametta. Scheint ja Lametta zu sein, oder? Zumindest ansatzweise das. Ah ja, genau das meine ich.
Ah, da habe ich es wieder weggeklickt. Auch in Ordnung. Bunt beschmückt. Die eine Seite haben wir dann gleich schon. Müssen wir rings umschmücken natürlich. Oh, noch Geschenke drunter legen. Ja. Weihnachten ist jetzt zumindest die Feiertage. Sind sie schon fast vorbei. Aber schmücken wir hier ein bisschen verspätet den Weihnachtsbaum. Joa. Da mache ich vielleicht ein bisschen Zeitraffer. Doof-Elf. Na, hinter den Tannenbaum auch noch ein bisschen was stellen. Und genug Omens. In den Sternen noch was verstecken. Da man ja selten aus dieser Richtung kommt, kann es ja hier hell leuchten. Ja. Der Stern hell erleuchtet. Kann man nichts abstellen auf dem, auf der Spitze. Ja, das sieht auch gut aus. So auf mysteriöse Art und Weise erleuchtet. Die Monster werden hier vom Licht vertrieben. Hoffentlich. Zack. Machen nicht. An Weihnachten soll es nicht werden. Da wird der. Da wird die Tag zu Nacht. Ne, andersrum. Die Nacht zum Tage. So, Licht. Nicht soll es werden. Ups. Ordentlich hier erhellt. Ja, sieht man doch, wo es hin soll. Hier im Zentrum, der geschmückte Baum. Man erkennt im Dunkeln nicht, dass dekoriert, aber ja. Man erkennt den Baum. Kann man dann im Hellen betrachten. Geschmückt, ja, das ist die Hauptsache. Ist ein bisschen bunt an, mal ein bisschen durcheinander, aber Hauptsache, sieht schön bunt und leuchtend aus. Und das muss ein Tannenbaum tun. Das ist das, was ein Tannenbaum tun muss. Das ist die Aufgabe eines Weihnachtsbaums. Ja. Schmückt den hier ganz schnell zu Ende, es wird schon wieder ein Tag. Durch die Timelapse, durch die Zeitraffer-Dinger wird mir ein bisschen Zeit hier gespart sein.
Da war ich jetzt nicht ganz so lang den Part machen. Ich hoffe, der wird nicht zu lang. Mein Video am 25. ist schon übertrieben lang gewesen. Da kann man sich jetzt hier heute mal ein bisschen kürzer halten. Ja. Da oben der Stern, der leuchtet. Ganz helle. So, ja. Von der Seite sieht es schon super aus. Naja, super. Halt geschmückt. Von der Seite. Das ist ein riesiger Tannenbaum. Der muss riesig geschmückt werden. Dadurch, dass die Schilder manchmal im Weg sind. Und die Eiszapfen. Und ich auch mal ab und zu was abbaue. Dauert das auch mal ein Sekündchen. Ich habe jetzt wieder angefangen zu reden, weil ich wollte nicht Ewigkeiten schweigen. Ich kann auch gleich wieder einen Timelapse dran machen, damit das hier nicht Überlänge kriegt. Machen wir, glaube ich, so hier. Schmücke ich das Ganze hier zu Ende. Lass ich ein bisschen hübsche Weihnachtsmusik laufen und mach die Timelapse. Zeitraffer. Ja, ist nicht mehr so viel zu schmücken. Großer Tannenbaum, muss viel geschmeckt werden. Ja, auf und davon, würde ich sagen. Aus. Naja, wundervoll, darüber kann man sich streiten. Hier bin ich ins Freibad fast reingefallen. Freibad Wunschel, so heißt es. Freibad Wunschel, Eintritt, zwei Eisenbahnen. Ja, da sind schon wohl schon welche Bahn gegangen. Brechen wir einfach ein. Platsch. Ja. Freibad. Plansch, plansch. Ich glaube, wir werden jetzt hier nicht verachtet. Ja, wenn wir hier. Der Server bleibt ja. Also, Server, weiß nicht, ob das auf der Switch so ist. Der Account auf jeden Fall bleibt ja bestehen. Den werde ich nicht löschen. Oh, die Uhr ist gerade weg. Ja, die Uhr verschwindet. Zack, zack. Da ist sie weg, da ist sie wieder da, da ist sie weg, da ist sie wieder da. Ja, alles klar. Und da werden wir irgendwann mal demnächst mal wieder vorbeischauen und irgendwann mal vorbeigucken. Werden wir die schöne Landschaft, alles was wir hier gebaut haben, den Tannenbaum, mal nächstes Jahr mal vorbeischauen hier oder so. Die Wunschroute können wir jetzt weglegen. Dann werden wir das hier alles auch betrachten können. Das geht ja nicht verloren. So, grünes Geschenk, blaues Geschenk, oranges Geschenk, gelbes Geschenk. Da haben wir dann noch rot und magenta, violett, braun. Hübsch. Dann haben wir noch ein graues, oder? Grau ist nicht ganz so schön, aber soll es auch geben, oder? Graue Wolle. Wie sieht die graue Wolle aus? Ja. Dann platzieren wir hier mal einen Geschenkeberg.
zack. So. Hui. Bescherung. Auch hier unterm Chimney-Weihnachtsbaum. So. Ups. Blau und grün. Und dann hier noch ein bisschen Magenta. Ja. Sehr toll. Die Kerze hier mal wegmachen. Machen wir den Geschenkeberg noch ein bisschen größer. Ein bisschen schwarze wollte man sichtbar machen. So hier, grau wollte man nicht. So, lila. Und gelb. Rot. Ja. Wird schon langsam hübsch. Und grün. Das ist ein bisschen blau dazulegen hier. Zur Abwechslung mal. So. Ja, so sieht das doch schön aus. Das freut's doch. Und hinten noch ein Geschenk drauf. Mach hier gerade zur Musik. Mach Musik zur Musik. Und so muss es doch sein. Orange. Hier noch ein bisschen grün drauf. Ja. Ganz hoch gestapelt. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir hier noch das Deko. Porzellan. Löwenzahn. Porzellansternchen. Orchidee. Das ist ein Mond. Sieht alles ganz lustig aus. Zack. Die Blumen sehen hier auch interessant aus. Zack, zack. Cool. Ich kann nicht pfeifen, habe ich das schon mal gesagt. Sollte ich auch nicht. Wenn ich es nicht kann, gerade hier. Am Abend, der Nussknacker noch hin. Ja, sieht ja ein bisschen chaotisch aus, aber ja. Geschenkchen schon rumstehend. Ja. Holla. Sieht ja schon ganz weihnachtlich aus. Na denn, hier durch den geheimen Gang mal wieder nach draußen. Da sieht man dann auch die Geschenke. Hoffentlich, ja, ein bisschen hinterm Tannenbaum. Ja, großartig. Da haben wir das Dorf noch einmal. Schwebe ich nochmal höher, um das Ganze zu zeigen hier. Ja, großartig. Ich würde mal sagen, beende ich das Projekt hiermit. Ja, da muss auch das mal enden hier am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ist ein guter Punkt, um mal ja, Tschüss zu sagen zu dem Weihnachtsprojekt. Da geht die Sonne auch wieder unter. Ja, großartig.
Na dann. Der Weihnachtszwerg hier vom Weihnachtsbaum. Ja. Und da würde ich sagen, sollte mich noch umso zu euch gefallen haben, sollte euch das Projekt gefallen haben, sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, sein solltet. Und dann kein weiteres Video mehr, in dem es für irgendwas passt. Blablabla. Reden kann ich auch nicht mehr. Ja, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich bin fertig. Ich bin müde. Dach war lang. Part war bestimmt auch schon lang. Spät. Da sage ich Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Projekt. Ein Schaf. Schwarzes Schaf. Gesellt sich zu mir. Ja, ich bin auch so ein schwarzes Schaf. Ja, was auch immer. Ja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Frohe Weihnacht noch. Weihnachtszeit, die geht ja noch ein bisschen. Weihnachtstage sind jetzt langsam vorbei. Die Weihnachtsfesttage. Na, ich und das schwarze Schaf hier. Also, ja, wir beiden sagen mal Tschüss. Ja. Das war's mit Minecraft. Nicht Arno. Minecraft Arno wird noch ein bisschen dauern. Minecraft Chimney mit dem Zwergenfürst. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Projekt, im nächsten Video wieder mit dabei. Bei Minecraft Arno vielleicht. Ja, und dann sieht man sich. Das schwarze Schaf jetzt hier noch zum Ende. Tja. Und was will das eigentlich, das schwarze Schaf? Na, was soll's. Macht's gut. Ciao, ciao.